Freunde, Hygiene muss sein und darum ist Dienstag auf Love Island immer Badetag. Da gucken wir natürlich gerne zu. Das hat nichts mit billigem Voyeurismus zu tun. Nein, wir machen das mit dem nüchternen Blick des Soziologen, der eine faszinierende Spezies studiert. Den Eiländer halt. Nette Überraschung wäre, wenn jetzt jemand reinläuft. Zwei. Oder Message. Melissa, mach dich fertig für dein Date. Oder Samira, du darfst mit Yasin ins Häuschen gehen. Hey, Girl. Wo ist Lieschen? Ich weiß es nicht. Die haut ab von uns. Ich glaube, ihr geht's halt auch nicht so gut damit. Was? Dass man halt hier niemanden hat halt. Weißt du, was ich meine? Also keine Bezugsperson. Männlich. Hey, ist doch ganz ehrlich, wir sitzen alle irgendwo im selben Boot. Manche vielleicht tiefer. Sun is shining, the weather is sweet. Lisa kriegt's aber auch dicke. Ihr Couple Yasin gräbt konsequent nur noch Samira an. Und Ersatz ist nicht in Sicht. Die einzigste, die dann so zu mir kam, war dann halt Diana. Diana? Ja, die hat halt auch sofort gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Ich habe zu Arsena gesagt, ich mache mir Sorgen um Lisa, sie hat was. Es ist dir zu viel, oder was? Nee, so mit Yasin und Samira, eigentlich war ich ja so fest im Kappen. Ja. Und dann ist es einfach so verflogen, ich weiß nicht. Er hat sich ja eigentlich für mich entschieden, ne? Ja. Und dann haben die sich halt sofort gefunden und dann war alles so geplatzt. Ich habe mich halt auch verloren so gefühlt, weil er hat mich gewählt, aber trotzdem hat mir irgendwie das Gespräch gefehlt. Also das ist wie so, ich weiß nicht, ich wurde halt dann einfach so abgesetzt. Mann, du darfst jetzt auch nicht sein. Ja, oh, alles gut. Ich glaube, an deiner Stelle, du müsstest einfach mal das Gespräch mit ihm suchen. Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Du musst einfach mal mit ihm reden. Weil eigentlich hatte ich einen guten Start gehabt, ne? Also ich bin vor, der hat mich ausgewählt und schon am ersten Tag war das dann so oben auf dem Balkon, ne? Ja, wir haben die falschen Partner irgendwie, wir hätten wechseln müssen. Warum hast du meinen und ich deinen? Das ist die Frage. Was meinen und du deinen? Was redet ihr? Und da habe ich das gefragt und haben die gesagt, nee, das hätten die nie gesagt, ne? Ich check's nicht. Wenn ich mich mit jemandem schon küsse, ne, und die ganze Zeit so rumkuschel, dann würde ich nicht wollen, dass der mit jemand anders im Bett schläft. Da würde ich sagen, komm, wir schlafen getrennt auf der Couch, oder? Ich würde jetzt einfach rausnehmen. Ich würde sagen, hey, reden wir mal. Frag ihn doch, was würdest du machen bei der nächsten Paarungszeremonie? Hä? Dein Ernst? Ja, klar. Die sind ein sicheres Couple jetzt. Voll verlauft. Ja, keine Ahnung. Das ist vorbei. Ich hätte von Anfang an anders reagieren müssen. Ich weiß nicht, was da los war. Vielleicht auch noch die Aufregung oder so, ne? Aber sag's ihm doch. Sag, schau, ich habe Interesse, dich kennenzulernen. Sag ihm doch, hey, wir sind ja immer noch ein Couple. Du hast letzte Nacht neben mir geschlafen. Hast du eigentlich noch Interesse, mich kennenzulernen oder nicht? Boah, dann ist richtig was los. Frage jetzt. Frage, was soll ich denn da fragen? Yasin. Ja. Komm mal bitte kurz her. Was geht? Ich muss dich was fragen. Bitte. Bist du voll in love? Voll in love? Ja. Das wäre zu schnell, oder? Ja. Hast du selber beantwortet. Okay, was kannst du mir dazu sagen? Ich bin glücklich. Okay. Ich habe eine Nacht nicht geschlafen. Wieso? Weil einfach es nicht gepasst hat. Am Anfang an. Oder? Ja. Ja, es hat einfach nicht gepasst. Du bist ja kein schlechter Mensch. Sie ist ja ein ganz süßer Mensch. Guck mal, Samira war ja genau dein Typ, ne? Ja. So hundertprozentig. Und ihr habt euch ja auch gleich verstanden. Aber ich verstehe nicht, warum du dann nicht trotzdem Samira am Anfang genommen hast. Ich sag dir, warum nicht.
Die Frage fragt mich jeder. Ich bin da nicht egoistisch. Ich wollte auch nicht egoistisch sein und ich wollte keinem. Also hast du mich nur so aus Not genommen? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe gestern gefragt, was das hat nichts mit Not zu tun. Das hat gar nichts mit Not zu tun. Es war alles besetzt und ich wollte nicht von Anfang an. Hör auf dein Gefühl, hör auf dein Herz. Ja, habe ich. Habe ich. Und was habe ich von Anfang an gesagt, wo ich zu dir gelaufen bin? Vorerst mal? Habe ich das nicht gesagt? Ich entscheide mich hier vorerst mal für Lisa auf jeden Fall. Ja, ihr seid ja offiziell ein Couple. Ja, offiziell? Ja. Ja. Wieso redet ihr nicht ein bisschen miteinander? Wir reden doch miteinander. Was meinst du jetzt noch? Meinst du jetzt noch tiefer? Ja. Das geht nicht. Du kannst doch einen Mensch kennenlernen. Da habe ich doch. Wir kennen uns doch. Ich möchte nichts erzwingen. Ne? Ich bin nicht hier, um mit jemand auf Zwang zusammen zu sein. Ne? Deswegen. Ich finde auf alle Fälle, dass er sich wirklich mal trotzdem noch entschuldigen hätte können. Weil ist ja jetzt nicht schön für eine Frau, sage ich mal, so einfach ersetzt zu werden. Aber keine Ahnung. La 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 la.